Wir können sagen, diese Verschwörung fällt in sich zusammen. Was Arminia nicht geschafft hat, das schafft diese Band, die da steht. Der Musik- und Kunstschule Bielefeld, überraschend abgekürzt MUKU, ist der strahlendste Beweis, den wir für Bielefeld haben. Es ist eine Big Band, die neben dieser genannten Schule, die sich formiert hat, eigentlich traurigerweise aus einem von oben erlebten Sparzwang heraus, dass man nämlich versucht, eine kleinere Ensemble zusammenzuführen und sagt, dann sollen die alle zusammen proben, das spart Geld. Und so wurde zunächst mal eine Big Band daraus. Und diese Big Band ist dann, und das muss man wirklich sagen, von Stefan Schulze, der da sehr bescheiden mit den Armen über der Brust, oder dem, was er so nennt, Musiker alle animiert hat, diese Big Band zu fördern, hat sie mit, wie man sagt, ebenso mit Lockerheit wie auch mit Disziplin es geschafft, ein breites Repertoire anzulegen. Ein Repertoire, das von Jazz-Standards und sehr interessanten Arrangements bis zu Bearbeitungen von Pop-Titeln führt. Inzwischen gibt es sogar an der Bielefelder Schule Waldorf eine Big Band Klasse 5b. Respekt, und wenn Sie sehen, wie viele Böcke da sind, werden Sie sagen, ein Jammer, dass das nur 5000 Euro sind, die kriegen. Also, was sollen Sie denn damit machen? Mit 5000 Euro, aber man kann eine ganze Menge Projekte verwirklichen, man kann, und ich glaube, das ist Ihnen fast so wichtig wie das Geld, mit der sich treten als Vorgruppe der WDR Big Band auf, und schon das ist ein Schulterschlag. Die Combo, die drei Titel, die wir jetzt hören, die ursprünglich aufgezeichnet hatten, die eingereicht wurden, sind zum Teil schon abgewandert. Einige von ihnen arbeiten im Vereinigten Holland. Und insofern greift dieses Ensemble auf Musiker zurück, die tatsächlich schon etwas verstreut sind. Die drei Titel, die gespielt werden heute Abend, sind von Dizzy Gillespie's Klassiker Mantica, arrangiert von Mark Taylor. Dann Billy Strayhorn und Ellington Captain Doll, diesmal arrangiert von Achim Keller, der wohnt übrigens auch in Nordrhein-Westfalen. Also ist ein Westfale, also sage ich auch richtig, dass er ein absoluter gewaschener Westfale. Und der andere, ich weiß gar nicht, wie man sowas kommt, der ist den Titel von Prince, der aber durch schöne Tochter berühmt wurde, Nothing Compares to You, arrangiert. Das ist sogar der Nachbar von Herrn Schulze. Also wenn Sie wirklich mal eine Karriere in der Musik machen wollen, ziehen Sie in seine Gegend. Er bringt Sie in den DDR. Sie will es ihrer.